Einen schönen guten Tag wünscht euch der Callcenter-Crusher. CryptoEd aus Berlin in Österreich versucht mich um mein Geld zu bringen. Ob das von Erfolg gekrönt war, seht ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spaß mit diesem Video. Ja, bitte. Hallo. Hallo? Hallo. Entschuldigung, spreche ich mit Herrn Karl Mensack-Klopfer? Ja, das ist richtig. Sehr angenehm. Ich bin Tini Fischer von CryptoEd. Sie haben eine erfolgreiche Registrierung bei uns gemacht, ja, Herr? Es geht um Online-Handel. Ja, okay. Also, erster Schritt haben Sie schon erfolgreich gemacht. Meine herzlichen Gratulationen. Also, jetzt möchte ich Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie handeln können auch. Ah ja, okay. Sehr gut. Können Sie mir zuerst sagen, ob Sie Erfahrung im Online-Handeln haben oder noch keine? Doch, habe ich schon, ja. Haben Sie? Und haben Sie selbst diese gemacht alles oder mit Finanzberater? Ja, Online-Handel ist ja nicht zwangsläufig was mit Finanzen zu tun. Mhm. Ich meine, Sie selbst haben gehandelt oder mit anderen Firmen haben Sie? Ich habe gehandelt. Ach so, habe ich verstanden. Und also, haben Sie gute Erfahrung? Ich habe gute Erfahrung, ja. Sehr gut. Schauen Sie mal, nach dieser Kontoaktivierung werde ich Ihnen auf jeden Fall professionellen Finanzberater auch geben, damit er persönlich für Sie Handelspolitik erstellen wird. Und Sie werden genauer wissen, wie viel Profit Sie mit uns bekommen können, woran Sie Investitionen machen sollen, um Erfolg zu haben. Also er wird ein ganz für Sie, persönlich für Sie, also ein Handelspolitik erstellen, damit Sie besser alles verstehen, ja? Ja, gut, okay. Also welche Erfolge Sie mit uns bekommen können, ich meine. Natürlich wissen Sie über Handeln viel, wie ich schon verstanden habe. Ja, richtig. Ich habe schon jede Menge Sachen verkauft, ja. Aha, sehr gut. Und haben Sie, also, woran haben Sie Investitionen gemacht? Haben Sie mit Bitcoin, mit Forex? Ich habe gehandelt. Ich habe nicht gesagt, dass ich Investitionen gemacht habe. Ich habe gehandelt. Ah, ach so. Und einfach gehandelt, zum Beispiel an was? Mit was? Mit Waren habe ich gehandelt. Ah, ach so, habe ich verstanden. Okay. Können Sie mir noch sagen, ob Sie schon Entscheidungen getroffen haben, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten? Na, erstmal weiß ich doch noch gar nichts über Ihre Firma. Mhm. Okay, dann werde ich gerne über unsere alle Beträge Ihnen informieren, danach und welche Möglichkeit welcher Betrag hat. Danach werden Sie selbst Entscheidungen treffen, ja? Ja, natürlich werde ich entscheiden, ganz klar. Ja, okay? Ja, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Mhm. Schauen Sie mal, das höchste Betrag bei uns ist 1.000 Euro. Wenn Sie Ihr Konto mit 1.000 aktivieren, bekommen Sie einen Bonus von uns für 500 Euro. Das heißt, Sie haben das volle Recht, während einer Woche nur mit unserem Bonus also anfangen, handeln anfangen. Sie bekommen noch einen professionellen Finanzberater, der im Handelssystem also mehr als 9 Jahre Erfahrung hat und mehr als 8.000 also erfolgreiche Kunden. Und eine Probezeit kriegen Sie von uns. Es dauert normalerweise 2 Wochen und es ist Garantiewoche für Sie. Während dieser 2 Wochen werden Sie nicht verlieren, sondern einfach unser System testen. Sehen, wie viel Profit Sie mit uns bekommen können, okay? Gut. Zweiter Betrag bei uns ist 500 Euro. Wenn Sie Ihr Konto mit 500 aktivieren, bekommen Sie noch 150 Euro Bonus von uns, bekommen Sie eine Woche Probezeit von uns, und auch Finanzberater, der im Finanzmarkt mehr als 6 Jahre Erfahrung hat und mehr als 5.000, also erfolgreiche Kunden. Und dritte Variante, wenn Sie Ihr Konto mit 250 Euro aktivieren, bekommen Sie noch 3 Tage Woche, Probezeit von uns, bekommen Sie einen professionellen Finanzberater, der im Handelssystem also mehr als 3 Jahre Erfahrung hat und mehr als 2.000 erfolgreiche Kunden, aber leider kein Bonus. In diesem Fall. Auf jeden Fall, Sie selbst treffen Entscheidungen, mit welchem Sie anfangen müssen. Und auch nach dieser Kontoaktivierung werden Sie schon mit einem anderen Anruf von Verifikationsabteilung bekommen. Weil also bei uns wird alles legal sein. Das heißt, Sie werden
Vortrag mit uns haben, dass sie mit uns gehandelt beginnen und so weiter und so fort. Gut, und? Das war's jetzt? Ja. Ja, aber Sie Wenn haben Sie ja noch noch, Fragen haben. Sie haben ja noch nichts über Ihre Firma gesagt. Sie haben bis jetzt nur gesagt, auf welche Schauen Sie Art. mal, ja. Ja, ich wollte Informationen über Ihre Firma haben. Erstens würde ich gerne über die Anträge sprechen, woran Sie also diese Anmeldung gemacht haben. Also CryptoAd war die Anzeige, woran Sie also diese Werbung war es und Sie haben eine Anmeldung mit CryptoAd gemacht. Aber Hauptfirma heißt DIFC Investments. Wie nennt sich unsere die? Plattform heißt DIFC. Können Sie es bitte buchstabieren? Ja, kein Problem. David Deutschland. Ja. I wie Irina. Ja. F wie Frankreich. Ja. C wie Circa. C, Cäsar. Circa, circa. Ja. Aha. I wie Irina. Ja. N wie Nathalie. Ja. V wie Vater. Ja. E wie England. Ja. E wie, S, Entschuldigung. S wie Sweden. Schweden. Ja. T wie Tamara. Ja. M wie Marokko. Ja. E wie England. Ja. N wie Natalie. Ja. T wie Tamara. Ja. Es wie Stockholm. Okay. Und wie geht's weiter? .de? Nochmal bitte? Wie geht's denn weiter mit der Domainendung? .de dot, oder? Nein, dort. Ja. World. Also wie? W, ja. Wie Wilhelm. Nochmal bitte? Wie Wilhelm, ja? Ja. Dann? Wilhelm. O. Ja. R wie Russland. R. Ja. Ja. L wie Litwa. Ja. D wie Deutschland. Ja. Und N. Was? E wie England. N wie, E wie England. divinvestments.wölden. Genau. Das ist Ihre Webseite. Haben Sie das, ja, haben Sie das gefunden oder ja, ich, kann ich Ihnen per E-Mail auch... Na, ich kann ja erstmal gucken. So. Ja. Ich hoffe, dass Sie im richtigen Plattform sind, ja? Ja, wenn Sie einfach, was sehen Sie? Sehen Sie Computer, Telefon? Augenblick, ich muss erstmal aufmachen. Nochmal bitte? Ich muss es erstmal öffnen. Ich habe das Internet. Ach so, ja. Ah, ja. Okay, warte ich. Ja, also da wird mir nichts angezeigt. Es gibt keine Webseite so. Schauen Sie mal, ich werde jetzt per E-Mail auf jeden Fall Ihnen senden. Vielleicht haben Sie jetzt das nicht richtig geschrieben. Kleiner Augenblick. Ich buchstabiere es nochmal. D wie Dora, I wie Ida, F wie Friedrich. C wie Cäsar, I wie Invest, N wie Nordpol, V wie Vogel, E wie Emil, S wie Siegfried, T wie Theodor, M wie Martha, E wie Emil, N wie Nordpol, T wie Theodor, S wie Siegfried, Punkt, W wie Wilhelm, O wie Otto, R wie Richard, L wie Ludwig, D wie Dora, E wie Emil, N wie Nordpol. Aha, nur DIFC Investment ohne S. Sie haben am Ende S gesagt. Ja, Sie haben es ja auch buchstabiert so. Okay, vielleicht war es meiner so Fälle. Also Invest, DIF Investments in Invest. Okay, dann geben wir das. Divinvestments.world. Nein, World. World, ja. EN haben Sie ja gesagt, nach dem genau. D, Wölden. Ja. Okay, dann geben wir das mal ein.
Wird wieder nicht gefunden. Weiß ich nicht, warum es so ist. Ich habe ja E-Mail Ihnen gesendet. Können Sie mal Ihr E-Mail öffnen? An welche E-Mail-Adresse haben Sie es denn gesendet? Kleiner Augenblick. Na, kriegen Sie das noch raus? Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Hallo? Hallo? Ja, hallo, hören Sie meine Stimme? Jetzt höre ich Sie wieder, ja? Ja, super, weil ich Ihre Stimme nicht gehört hatte. Ja, E-Mail, das ich geschickt habe, karl.melsaklopfer@fucaro.com, richtig? Ja, das muss ich dann mal aufmachen. Moment. Sehen Sie? Ja, Augenblick, ich muss es erst aufmachen. Ich habe ein langsames Internet. Ach so, okay. So. Ja? Jetzt habe ich es offen. Ja, gut, aber da ist ja keine Endung dabei. Nochmal bitte? Ach. Ich habe es gefunden, was der Fehler ist. Sie haben gesagt World EN. Es ist World / EN. Das haben Sie nicht gesagt. Akustisch könnte ich Ihre Stimme nicht hören. Nochmal bitte. Sie haben gesagt World EN. Dot World EN. Und das ja, ist dann world falsch. Slash dot BS. Ja, das mit dem Slash haben Sie nicht gesagt. Ach so, Slash haben Sie nicht gehört? Nee, habe ich nicht gehört. Haben Sie nicht gesagt. Ich habe gesagt, doch, habe ich Slash gesagt. Ja. Dann ist Ihre Leitung so schlecht, dass ich Sie nicht verstanden habe. Ja, vielleicht ist es so. Ja gut, okay. So, okay. Und Ihre Firma ist, wo ist Ihre Firma, wo kommt Ihre Firma her? Sie fragen, woher, also rufe ich an oder woher, also gibt es unsere Firma? Weil wir haben verschiedene Filialen, deswegen frage ich. Ja, jetzt das können Sie mir beides sagen. Rufe ich von Österreich. Aber wir haben Filiale in England, wir haben Filiale in Schweiz, Switzerland. Ja, und wo sitzt diese Firma nun? Aber ich in Österreich. Und wo sitzt Ihre Firma? Wo ist die gemeldet? In Österreich, habe ich gesagt. Ihre Firma ist in Österreich registriert, richtig? Genau. Ah ja. Genau. Ist in Österreich, okay. Und wie alt ist Ihre Firma? Sind Sie erfahren? Sie sagten irgendwie, dass die Mitarbeiter schon jahrelang da arbeiten. Also unsere Firma hat mehr als 7 Jahre Erfahrung im Onlinehandel. Ah ja, und das ist komisch. Und wo sind Sie reguliert und registriert dann in Österreich? Meinen Sie Adresse? Nein, wo Sie reguliert sind und registriert. Habe ich die Frage nicht verstanden. Ja, es liegt vielleicht am schlechten Deutsch. Wo sind Sie reguliert und registriert in Österreich? Okay, kleiner Augenblick. Ich werde jetzt meine Managerin auch darüber fragen, wo wir registriert sind. Das wissen Sie nicht. Nein, das weiß ich nicht. Hallo, hier ist Marc Schneider von der EFT-Abteilung, hat meine Kollegin gesagt, dass Sie mit mir sprechen dürfen. Was kann ich für Sie tun, bitte? Ja, ich wollte gerne wissen, wo Sie reguliert sind und registriert sind als Firma. Wir sind in Berlin, aber genaue
Da dürfen wir ja doch nicht geben, das ist Datenschutz. Augenblick, Ihre Kollegin sagt, Sie sitzen in Österreich. Das ist ja nicht Berlin. Wir sind nein, nicht in Österreich. Das hat Ihre Kollegin gesagt. Hallo. Ich höre Sie. Ja, Berlin. Wir haben Abteilungen in Österreich, wir haben Abteilungen in London, aber genau, wir sind in Berlin. Ja, aber Ihre Kollegin hat gesagt, der Hauptsitz der Firma ist in Österreich. Ja, vielleicht kam etwas nicht richtig verstanden. Das konnte auch sein. Ja, sie spricht sehr schlecht Deutsch. Okay, dann sind Sie also in Berlin. Dann sind Sie eine deutsche Firma, richtig? Genau. Okay. Als deutsche eine internationale Firma. Ja gut, aber wenn Sie in Deutschland handeln, dann sind Sie ja mit Sicherheit auch dann bei der BaFin registriert, richtig? Was bitte nochmal? Wenn Sie eine deutsche Firma sind und in Berlin sitzen, dann sind Sie ja, ja? sicher bei der BaFin registriert, richtig? Aha, genau. Okay, gut, okay. Und wo sind Sie da? Unter welchem Namen sind Sie da registriert? Also, ich bin Marktschneider und verstehe nicht, warum stellen Sie so viele Fragen. Was brauchen Sie von uns genau? Ja, was kann ich machen? Ich brauche die Informationen, wenn ich bei Ihnen investieren will. Okay, die Informationen können wir durch den Link senden. Das können Sie mir ganz einfach sagen. Okay, kann ich sehr gerne sagen. Sie können investieren. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten bei uns, drei Beträge. Ich frage nicht nach welchen Beträgen, das hat sie schon mehrfach gesagt. Sie sind bei der BaFin registriert, nehme ich mal an. Unter welchem Unternehmensnamen sind Sie registriert bei der BaFin? Das ist BIFC Investments. Sie sehen doch das doch. Ich frage nach der Seite, auf der Sie bei der BaFin registriert sind, auf dem Unternehmensnamen. So, ich denke, Sie möchten hier nicht etwas aktivieren und einfach sprechen. So, nein, ja? ich möchte investieren, ich möchte aber wissen, wo ich investiere. Und Sie sind bei der BaFin registriert, da möchte ich das gerne bei der BaFin überprüfen. Moment bitte. Also wir werden alles per E-Mail jetzt informieren. So lange können wir nicht auch in der Leitung bleiben. Also können Sie mir nicht sagen, wo Sie bei der BaFin reguliert sind, richtig? Sie brauchen mir ja nur den Unternehmensnamen sagen, mit dem Sie reguliert sind. Und das können Sie nicht, richtig? Hallo? Hallo. Können Sie das nicht? Sind Sie eine Betrügerfirma? Hallo. Augenscheinlich können Sie mir keine Informationen geben. Sie brauchen sich nicht stumpf schalten. Also wenn Sie kein Interesse haben an Geschäften, dann denke ich mal, werde ich auflegen. Also, jetzt haben Sie die Möglichkeit, nochmal was zu sagen. Nein? Keinerlei Interesse? Ist schon komisch. Österreich sitzt in Berlin. Ist bei der BaFin nicht registriert, also sind Sie eine Betrügerfirma. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ich werde weiterhin vor Ihrer Firma warnen. Viel Spaß noch. Ah ja, da kam der freundliche Betrüger wohl in Erklärungsnot. Die langen Wartezeiten, während die Abzocker sich gemutet hatten, habe ich rausgeschnitten. Was meint ihr zu diesen Zeitgenossen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Natürlich dürft ihr meinen Kanal auch gerne abonnieren und die Glocke drücken, um keines der nächsten Videos zu verpassen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.